Renditen, Kosten und Inflation. Anhand eines klaren Prozesses möchte ich Sie durch die wichtigsten Fragestellungen führen, die Anleger heute bei Anlageentscheidungen berücksichtigen müssen. Wir steigen zunächst in die Frage ein, in welche Vermögensklassen wir überhaupt investieren möchten. Das können Aktien sein, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle oder auch Immobilien. Und natürlich gibt es auch innerhalb dieser Vermögensklassen untergeordnete Vermögensklassen wie Anlagestile. Im Aktienbereich sind das Value oder Growth, im Anleihebereich sind das Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, im Edelmetallbereich kann es Gold oder Silber sein und so zieht sich das durch. Das heißt, die Kernfrage, die zu beantworten ist, in welcher Quote möchte ich in welche Vermögensklasse investieren? Im zweiten Schritt ist zu begutachten und abzuschätzen, wie hoch die zukünftige Renditeerwartung dieser Vermögensklasse ist. Bei Anleihen ist das relativ simpel. Hier kann man sich an den aktuellen Zinsstrukturkurven verschiedener Bonitätseinstufungen orientieren. Aber bei Aktien wird schon deutlich schwieriger. Was Sie keinesfalls nehmen sollten, sind die historischen Durchschnitte. Also nach dem Motto, Aktien bringen 6% im Jahr. Das mag zwar sehr langfristig gedacht richtig sein, aber typischerweise ist das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis hier ein deutlich besserer Indikator für die Renditeerwartung auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Im aktuellen Umfeld spricht das eher für Aktien aus Schwellenländern und Aktien aus Europa als für die Aktien aus dem Kernmarkt, im globalen Aktienmarkt, eben dem US-Aktienmarkt. Im nächsten Schritt müssen wir uns dann errechnen, wie hoch denn eigentlich dieser erwartete Ertrag vor Kosten ist, vereinfacht gesprochen. Wenn Sie 50% in etwas investieren, was eine Renditeerwartung von 4% hat, dann ist das ein Ergebnisbeitrag von 2%. Investieren Sie die anderen 50% in etwas mit einer Renditeerwartung von 2%, ist das ein Beitrag von 1% und die 2 plus 1, das ist eben 3. Das heißt, der Mix aus den verwendeten Vermögensklassen und der jeweiligen Renditeerwartung, der gibt Ihnen an, wie hoch die Renditeerwartung vor Kosten ist. Im nächsten Schritt ist zu berücksichtigen, wie hoch die Kosten des entsprechenden Produktes sind. Auf der einen Seite haben Sie Produktkosten, die auf Basis eines Investmentfonds entstehen können. Das können zusätzlich die Kosten einer Verpackung sein, wie beispielsweise eines versicherungsgebundenen Produktes. Aber was man zukünftig auch stark in den Fokus nehmen sollte, sind die impliziten Kosten, die anfallen aufgrund eines schlechten Anlegerverhaltens. Man kauft zu teuer, man verkauft zu günstig. Auch die Folgen und die Kosten eines prozyklischen Risikomanagements sollten hier zumindest geschätzt werden, um die langfristigen Implikationen abschätzen zu können. Im Ergebnis haben wir dann also unsere erwarteten Renditen nach Kosten, also nach den typischen Produktkosten. Und was wir dann berücksichtigen müssen, das sind eben die Steuern. Typischerweise die Abgeltungssteuer bei den klassischen Wertpapieren, bei Investmentfonds haben wir die Teilfreistellungsansätze, die hier seit der Investmentsteuerreform zum 01.01.2018 gelten. Im Betriebsvermögen müssen wir differenzieren zwischen dem Schachtelprivileg für Veräußerungserlöse und der Besteuerung von Dividenden, sofern wir uns nur im Streubesitz befinden. Und auch hier geht es noch weiter. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, habe ich Aktien, bei denen ich beispielsweise eine Finanzierung habe, dann kann ich die Werbungskosten im Abgeltungssteuerregime nicht absetzen. Habe ich diese Aktien in einem gewerblich geprägten Betriebsvermögen, dann kann ich hier entsprechend die Kosten, also die Finanzierungskosten, geltend machen. Das heißt, wir haben auch diese Aspekte zu berücksichtigen und je nachdem, wie wir die Steuer würdigen, haben wir entsprechend die Renditeerwartung hier, die sich nach Steuern ergibt. Und von dieser Renditeerwartung nach Steuern, wenn wir das abziehen, müssen wir natürlich noch den allgemeinen Kaufkraftverlust abziehen. Hier die Frage, aktuelle Inflationsrate oder die am Markt gehandelten Inflationserwartungen. Auch das eine Entscheidung, die man treffen muss. Und wenn Sie das in Abzug bringen, dann haben Sie letztendlich die persönliche Rendite ermittelt. Und hier ist dann wichtig abzugleichen, welchen Zweck Sie mit der Kapitalanlage verfolgen. Sofern Sie nur planen, das Geld kurzfristig zu parken, für 3 Monate, für 6 Monate oder sogar bis zu 2 Jahren, muss man sagen, Sie werden um die Tendenz, dass Sie die Kaufkraft nicht erhalten können, nicht herumkommen. Sofern Sie über die längerfristige Kapitalanlage nachdenken, gilt es abzuleiten, ob die Renditeerwartung, die Sie nach dieser Formel errechnen können, hoch genug ist, um Ihr persönliches Ziel zu erreichen. Vereinfacht gesagt, eine Rendite, die Sie beispielsweise benötigen, um private Altersvorsorgeziele zu erreichen, die muss natürlich höher sein als die Nulllinie und dementsprechend ist die Differenzierung zwischen der Rücklage für kurzfristige Vorhaben und die langfristige Kapitalanlage, die muss natürlich differenziert betrachtet werden. Am Ende führt der aktuelle Anlagenotstand und die niedrigen Zinsen dazu, dass auch historische Einstufungen von Produktkategorien zu hinterfragen sind. Die zinsbasierte Altersvorsorge wird ihrem Zweck ohne Zinsen nicht mehr gerecht werden können. Auf der anderen Seite rücken schwankungsreiche Vermögensklassen
stärker in den Vordergrund und das ist natürlich auch etwas, was es zu berücksichtigen gilt. Wer die Schwankungen nicht hinnehmen möchte, der ist dazu geneigt, in Unternehmensbeteiligungen zu investieren, beispielsweise Private Equity Fonds oder auch in vermietete Immobilien. Aber auch hier gilt, nicht nur die Vermögensklasse ist relevant und die historischen Renditen, sondern auch die zukünftig erwarteten Renditen auf Basis der aktuellen Einkaufsrenditen. Und die sind natürlich deutlich schlechter als vor einigen Jahren. Das heißt, auch hier müssen wir in unserer Formel wieder Anpassungen vornehmen. In diesem Sinn haben wir also eine vielfältige Thematik von Aspekten, die wir berücksichtigen müssen, um die persönliche Rendite zu ermitteln. Und wenn Sie das mal von oben nach unten durchdeklinieren und die einzelnen Posten für sich durchgehen, dann haben Sie schon mal einen sehr guten Leitfaden, um Ihre Anlagestrategie mit Ihren persönlichen Zielen in Einklang zu bringen. Ich darf mich bei Ihnen wie immer für die Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.